Willkommen zurück bei Let's Play Wizard 101. Wir haben den Colossus Boulevard hinter uns gebracht mit der Hilfe unseres lieben Verbündeten Joshua. Ja. So, das ist der Stand der Dinge. Jetzt machen wir hier noch so ein bisschen Questy-Questy und gucken dann mal, was noch weiter hier abgeht. Ah, das Zyklopenmonokel für Mar. Sie erwähnt Grub, der ein Mythos ist. Ich sollte ja wohl wissen, dass er ein Mythos ist. Dafür erhält sie lediglich eine 3. Ende der Durchsage. Ab nach Schattenbruch. Wie gingst du nochmal dahin? Wo war das nochmal? Ach ja, genau. Das war hinter dem Wasserfall, ne? Hinter dem Wasserfall. Da ist das Mädchen versteckt. Könnte glatt ein Schlager sein. Aber hinter Wasserfällen, Höhlen hinter Wasserfällen sind so typische Geheimnisse bei so Spielen, ne? Oder bei allen Spielen grundsätzlich. Was? Eine 3? Er glaubt, Grub sei ein Mythos? Wir müssen beweisen, dass Professor Drake Unrecht hat. Angeblich ist es gefährlich. Du solltest besser ein paar Freunde mitbringen. Wir treffen uns drinnen und holen uns den Beweis. Versunkene Stadt? Du musst die versunkene Stadt betreten, um mich zu finden. Aber Vorsicht, es ist ein Dungeon und ganz anders. Es können sich nur 4 Zauberer zur gleichen Zeit in einem Dungeon. Du kannst dich jederzeit nach Hause teleportieren, um Mana und Lebensenergie. Du kannst hierher so oft du willst zurückkehren und weitere einzigartige Beutestücke einsacken. Und nun tritt ein, wenn du dich traust. Jetzt geht's rund, Leute. Gehen wir in die versunkene Stadt, obwohl es schon jetzt nach 1 Uhr ist. Joshua, tut mir leid, dass es so spät alles wird, aber... Komm, wir probieren's mal. Du betrittst gleich einen Dungeon. Wenn du dich länger als 30 Minuten ausloggst, geht dein in diesem Dungeon gemachter Fortschritt verloren und du musst von vorn beginnen. Dieser... Oh. Doch nicht. Dauert ja 1,5 Stunden. So lange... Heute nicht. Das machen wir ein andermal, Leute. Oder? Also das mache ich jetzt nicht in der Aufnahme. Wir haben nämlich jetzt schon spät und ich muss morgen eigentlich früh raus. So, was haben wir hier? Das hier, das muss ich allein machen. Krokotopia. Tja, Leute. Das versuchen wir in der nächsten Aufnahme. Und ich würde sagen, dann höre ich jetzt mal auf. Obwohl die Aufnahme geht noch 11 Minuten. Was sollen wir denn so lange noch machen? Ich höre in ein paar Minuten auf. Versuche noch gerade den Golem-Turm. Ich melde mich noch mal via Skype. Ich verabschiede mich jetzt mal vom Joshua, denn die letzten 10 Minütchen.
Wir sehen uns. Und allerbesten Dank für deine Hilfe. Hilfe. Pass auf. Bist jetzt ein Let's Play Star. Ja, er hat dem großen Chaos ein Let's Play hier gemacht. Auch wenn wir uns nicht unterhalten konnten, so war es doch im Prinzip ein Let's Play Together. Crazy Fun LP. Bis denn. Tschüss. So, dann gucke ich mal, ob ich hier noch im Golem-Turm... Pass auf, jetzt gehe ich alleine in den Golem-Turm und dann kacke ich wahrscheinlich so richtig nochmal ab. Ich probiere es und dann gucken wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht, ne? In der nächsten Aufnahmesession. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das jetzt geworden sind. Irgendwas mit Mitte 40 muss es sein. Ja. Und dann wird es jetzt langsam, aber sicher auch richtig ernst hier, ne? Der Kinderkram ist vorbei. So. Alles klar. Was haben wir denn hier? Holzkonstrukt, Rang 1. 95. Müsste ich ja theoretisch damit direkt besiegen. Ist natürlich kacke, dass der mich direkt angreift. 100. Schlecht. Denn ich muss ja auch, ja, das ist noch schlechter. Scheiße ist das sogar. Bis 75. Oh, die Raten sind aber nicht besonders gut hier. So von wegen, dass der Zauber funktioniert. Ärgerlich. Ja, das ist aber ein guter Zauber, den ich hier inzwischen habe, oder? Blutfledderer Goldkarte. So. Aber was... Ich habe ja auch das noch, was ich nach den Kämpfen theoretisch benutzen kann. So, und jetzt kämpfen wir gegen zwei Holzkonstrukte. Was haben wir hier? Aha, sowas Starkes brauchen wir nicht. Wir brauchen... Das. Der Zauber muss einfach funktionieren. Dann ist das auch alles nur noch halb so wild. Ne? Boom. Ich werd verrückt, ey. Das ist doch nicht zu glauben, oder? Scheiße ist das sogar. Komm, die ziehen wir mal weg. Ziehen eine neue. Obwohl, ich brauche keine Goldkarte, sondern ich brauche... Mist. Dann kann ich mich gleich schon wieder auffüllen. Also. Na bitte. Endlich mal. Und next one, please. Ich habe leider keine lustige Fee hier, die mich mal gerade aufheilen, auffüllen kann. So 80 bis 120, 90%, 85. Dann nehmen wir den. Vielleicht schickt der, zieht er dem ja genug ab. Ja, sehr gut, danke. Nein! Oh, scheiße, ey. Ach Mann, wie ärgerlich das doch ist. Na komm, jetzt mach aber mal.
Zieh dir mal 105 ab. Warum misslingen mir denn die ganzen Zauber hier? 302 nur noch. Dabei kämpfe ich nur gegen so zwei Dinger. Da sieht man mal, wie schwach ich eigentlich bin, wenn keiner mehr dabei ist. Ja, jetzt hat er nur 85 abgezogen. Oh. Ich glaube, ich muss meine Karten auch mal irgendwie überdenken. So. Gummifeuerkatze. So. Wo sind eigentlich die Quests hier? Quests. Besiege und sammle ein aufgeladenes Zahnrad vom Uhrwerk-Golem. Und später muss ich ja dann noch weiter hochgehen. Na geh doch. Warum kann ich das jetzt nicht benutzen? Hey, ich denke, das füllt hier, ich denke, das füllt Dingens auf. So habe ich das verstanden. Draufklicken, dann füllt es das auf. Scheiße, ja, dann verliere ich jetzt. Scheiße. Komm, vielleicht habe ich ja mal Glück. Glück wäre eine coole Sache. Ich bin noch 212, das schaffe ich doch gar nicht. Schaffe ich nicht mehr entfernt. Ja, wie kann ich mich jetzt hier schützen? Ich kann jetzt nur Glück haben, dass der seinen Zauber verpatzt. 105 bis 145, 125. Also, der muss jetzt den Zauber verpatzen, sonst habe ich selber verpatzt. Ja, habe ich verloren. Scheiße! Ich bin eine Lusche! 85. Ba-ba-ba-ba, besiegt. Ist der Kaios besiegt. Tja, das war's. Toll, ich dachte, die hilft mir hier, diese Verfluchtflasche. Naja. Dann nicht, ne? Dann irgendwie nicht so. Na, was haben wir denn hier noch? Irgendwie eine Quest für mich? Gehen wir mal gerade zu Hilda Braukraut. Was ist der verdammte Braut hier, ey? Hilda Braukraut. So. Wo ist denn Hilda Braukraut? Ich laufe quasi auf Hilda Braukraut mit ihren komischen... Ach, das ist Hilda Braukraut. So, pass mal auf, Frau. Warum hat mich das nicht aufgeheilt? Bringt mir nichts. Bringt mir absolut nichts, Dude. Na gut, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann frisch aufgefüllt. Und dann weiß ich auch, wie ich diese verfluchten Tränke hier benutze. Und dann gucken wir mal, ja, wie es weitergeht. Ich schätze, dann gehe ich in diesen Dungeon. Das wird spannend. Das wird spannend. Ja, ich bin gespannt. Okay, gut. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen und tschüss.